Ach, wir sind drauf. Lauscht ihr schon unseren Zeitgesprächen? Einen wunderschönen guten Abend da draußen zusammen. Wir haben sie gerade eben live auf der Bühne gesehen und jetzt sitzt sie neben mir. Guten Abend, Estefania nochmal. Estefania Wolny? Ja, richtig, aus dem Fernsehen. Ihr kennt sie lange Zeit, lange Jahre und ich glaube, es läuft immer noch als Doku. Ja, genau. Es läuft als Doku-Soap. Genau. Und du bist noch auch aktiv dabei? Ja, aktiv bin ich noch dabei. Ich muss ganz dumm fragen, weil natürlich kennt man das, aber wie viele Geschwister seid ihr eigentlich? Ich habe 7 Schwestern und 3 Brüder. Wow, das ist mächtig. Und du bist aber die Einzige, die auf der Bühne steht. Genau, ich bin mit Mama die Einzige, die Musik macht. Aber es war ein Bruder dabei, da hat er ein Faible fürs DJ machen. Kann das sein? Nee, das war mein Schwager. Ach, Schwager, gut. Aber gut, trotzdem gesehen. Ich habe mich geoutet, ich habe es geguckt. Und sehr gut. Erzähl mal was zu deiner Musik. Du hast es mir gerade eben so nebenan schon gesagt. Du hast einen durchaus bekannten Produzenten, der auch für den einen oder anderen Chartkünstler schon Sachen schreibt. Wie gesagt, ich habe es gerade eben auf der Bühne auch gesagt. Ich war sehr angenehm überrascht. Ich kannte es vorher noch nicht. Kann man auch nicht alles kennen, aber tipptopp. Also ich fand es gut. Und wie kommt das zusammen? Schreibst du selber? Wirst du komplett produziert? Wie läuft's? Nee, ich schreibe nicht selber. Ich habe 2 Songs geschrieben, aber das sind eher personalisierte Songs. Einmal für meine Mama und für meine Schwester und und meinen Schwager zur Hochzeit. Aber meine anderen Songs werden alle für mich geschrieben. Ja, super. Wie gesagt, ich fand's super. Du hast gesagt, Vincent Weiss oder so. Alles genau, ein Studio, wo schon eine Menge Hits rausgekommen sind und so weiter. Wie lange machst du es jetzt schon? Also singen tue ich wirklich schon, seitdem ich denken kann, aber wirklich mit meinen eigenen Songs mache ich das erst seit 2014. Ja, sehr gut. Schon richtig große Auftritte dabei gewesen, irgendwelche Konzerte, Vorgruppe oder Festivals dabei gehabt oder irgendwo, wo kann man dich, wenn wir jetzt gerade nicht Lockdown haben, live erleben? Gibt es eine Residenz auf Mallorca, wo wir ja heute Abend schon viel drüber gehört haben? Oder was sind die Ziele oder was können wir in Kürze noch erwarten? Wo geht's hin? Also Mallorca ist jetzt nicht so meine Musikrichtung. Ich glaube, das hat man auch eben gehört. Ich bin eher so der Deutschpop. Musikant, ich war schon beim ZDF Fernsehgarten, ich bin auch schon bei Dortmund Olé aufgetreten, aber sonst ist es eigentlich eher nur so auf kleineren Veranstaltungen. Ja gut, aber hin, ne? Olé-Partys, auch inmitten der Mallorca-Riege, kann man auch als Schlagerkünstler trotzdem seinen Platz finden, deswegen. Ja super, also wir haben Estefania hier sitzen und ich glaube, du hast ja auch einen Twitch-Account. Nein? Dann müssen wir gleich entweder Jay oder meine nehmen oder einen Capitol-Account. Wenn ihr Fragen an Estefania habt, dann postet sie jetzt in den Chat, dann können wir die gleich noch auflösen. Ich fand es super spannend, dass du da warst. Dankeschön dafür. Und ihr da draußen bitte nicht vergessen, wir haben immer noch unsere Spenden am Laufen und da wäre schön, wenn wir heute Abend noch den einen oder anderen Euro drauflegen können. Deswegen bitte weiter Gas geben für den guten Zweck von der Caritas. Das Kinderhospiz Sternentreppe hier in Hagen. Wie gesagt, ist mir ein absolutes Anliegen. Guckt da bitte mal bei uns auf der Facebook-Fanpage. Wir haben den Beitrag, als wir die Sternentreppe besucht haben, auch extra mal oben an der Pinnwand festgetackert. Das springt euch als erstes ins Auge. Da einschalten und angucken und dann wisst ihr auch, wo eure Spenden landen, dass ihr da absolut sicher seid, dass das seriös ist. Also, danke fürs Zugucken, Estefania. Super, dass du da warst. Ich sage danke. Ich bin mir fast sicher, wir sehen uns wieder. Ganz bestimmt. Ja, prima. Und euch da draußen noch viel Spaß. Wir haben Musik. Jay aus dem Kapitolstadel weiter am Start. Bitteschön.